in der Klinik am Südring. Auf der Orthopädie behandelt Dr. Helmut Albers die 16-jährige Leonie Sommer. Die Schülerin wurde von ihrer Lehrerin in die Klinik gebracht, nachdem sie sich aus bislang ungeklärter Ursache auf dem Schulhof mit ihrer besten Freundin geprügelt hatte. Also Rücken tut weh? Ja, eigentlich nicht. Hier, komm, du hast vorhin die ganze Zeit erzählt, von wegen du hättest Rückenschmerzen. Aber was ist denn passiert? Gar nichts. Na, gar nichts kann nicht sein. Also du scheinst ja irgendwo gestürzt zu sein. Leonie Sommer, unsere junge Patientin, kam in Begleitung ihrer Lehrerin. Wir kannten die junge Patientin schon seit Jahren, weil sie in Skoliosebehandlung bei uns war und hatte sich heute offensichtlich während der Pause mit einer Schulfreundin wirklich geprügelt. Ja. Darauf haben sich beide verletzt und sind zu uns in die Klinik gekommen. Der Grund für den Streit, für den Anlass des Streits, kam dann tatsächlich später noch zu uns in die Klinik. Bevor der Arzt weiter nachforschen kann, warum es zur handfesten Auseinandersetzung kam, muss Dr. Alber sich um deren Folgen kümmern. Auch die Mutter der 16-Jährigen ist in die Klinik geeilt und wird von der Klassenlehrerin auf den aktuellen Stand gebracht. Der Sportreferendar und ich haben in der Turnhalle gewartet, damit die Schüler zum Sportunterricht kommen. Und auf einmal habe ich nur mitbekommen, wie sie sich mit der Anna geprügelt hat. Und dann sind die beiden die Böschung runtergestürzt. Ja, und dann bin ich raus. Beide lagen da. Beide haben sich verletzt. Die Anna ist immer noch unten in der Notaufnahme. Und ich habe dann den Notarztwagen gerufen, weil noch niemand da war, habe ich die zwei jetzt begleitet. Das okay. Ist ja echt unfassbar. Mhm. Erstens mal, wie kommst du dazu, dich mit deiner besten Freundin zu prügeln? Und dann, wie passiert dir so etwas, wenn du, hast du dein Korsett nicht getragen? Das Korsett liegt hier. Das Mama, war ich leider hab das nicht Korsett angebracht. Bist du dir sicher? Du ja, hast das, ja aber dein das Rücken getragen. Sieht aber nicht so aus. Das kann ja nicht sein, wenn Boah, du das Korsett Mama, getragen hast. Mama, hör auf zu nerven. Ich weiß, wie wichtig das Korsett ist. Sag nicht ist. Zu mir, ich würde nerven. Ich meine es nur gut mit dir. Eine Skoliose ist eine dreidimensionale Verbiegung der Wirbelsäule, also in die Seitebene. Und kommt zusätzlich noch zu einer Verdrehung der Wirbelkörper gegeneinander, entweder in einem oder in mehreren Segmenten der Wirbelsäule. Die Behandlung mit einem solchen Korsett ist meistens über mehrere Jahre erforderlich, 1 bis 2 Jahre je nach Alter, in dem die Skoliose auftritt, und wird meistens dann beendet, wenn sich die Wachstumsfugen schließen, weil dann das Wachstum beendet ist und die Skoliose auch nicht mehr schlimmer werden kann. Aber Leonie, wir kennen uns jetzt jahrelang, ja, durch die Behandlung. Du hast das Korsett nicht getragen. Du brauchst uns jetzt nicht anschwindeln, sonst hättest du solche Wunden nicht bekommen. Genau, erzähl keinen Mist. Also solche Wunden können nicht zustande kommen, wenn du dein Korsett getragen hättest. Ja, als die zwei unten in der Böschung lagen und ich hingegangen bin, sie hat mir das Korsett gegeben. Ob sie es jetzt getragen hat, kann ich natürlich nicht sagen. Mhm. Also sie hat es mir raufgereicht, aber ob sie es jetzt getragen hat, das weiß ich nicht. Ja, und vor allem, warum hast du dich mit Anna geprügelt? Boah, Mama, das ist doch sowas von egal. Nein, es ist nicht egal. Ich möchte jetzt wissen, was passiert ist. Doch, das ist egal. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Ich untersuche jetzt mal den Rücken. Ja. Ja. Und ich denke auch, dass wir wahrscheinlich eine Röntgenuntersuchung brauchen. Auf jeden Fall. Weil das scheint ja doch ein ziemlich heftiger Sturz gewesen zu sein. So, ich fange mal hier an. Ich klopfe da mal ab. Ich kann das nicht. Okay. Das tut alles weh. Ich drücke mal von der Seite. Ja. Schwerere Verletzungen konnten wir sicher klinisch schon ausschließen durch die Untersuchung. Aber sicherheitshalber hatte ich dann noch eine Röntgenuntersuchung veranlasst. Gerade vor dem Hintergrund der Skoliose und dieser insgesamt instabilen Wirbelsäulen- und Skelettmuskulatursituation, da wollte ich noch auf Nummer sicher gehen. Schon 30 Minuten später liegen Dr. Helmut Albers die Röntgenbilder vor. Zu deren Besprechung soll der Orthopäde vorerst allerdings nicht kommen. Denn auf Station sorgt ein folgenschwerer Zwischenfall für Aufsehen. Ey, was ist denn hier los? Also ich glaube, es hakt, Eddie. Ich komme hier Gib rein. Gib mir doch, du blöde Kuh. Was hast du gelacht? Beruhig dich erstmal. Immer mit der Ruhe Leonie, jetzt. Ganz ruhig, ja? Was Immer ist hier mit der los? Ruhe. Was ist hier passiert? Warum kloppt ihr euch? Sag mal, geht's? Ich bin hier reingekommen. Und was ist denn hier los? Spinnt ihr hier jetzt auf den Boden gekloppt? Ich glaube, es geht. Sag mal, was ist los? Ich möchte endlich wissen, was los ist. Das macht mich wahnsinnig mit euch beiden heute. Meine Beine Deine Beine? Was ist mit deinen Beinen? Was ist mit deinen Beinen?
Ich helfe Ihnen jetzt meinen Rollstuhl. Schau mal, ich mach mal ganz schnell eine Gondel, ja? So, pass mal langsam. Auf. So, haben wir denn irgendeine Trage? Was ist mit den Beinen, Leonie? Was ist mit deinen Beinen? Aha, seit wann ist das? Seit gerade. Gerade oh eben, Gott. Als ihr da miteinander gerauft habt. Das aha, fehlt jetzt aha. noch. Mensch. Okay, gut. Leonie, was macht ihr nur? Also, ich würde so gern wissen, was mit den beiden los ist. Ich wollte gerade zum Labor, da haben die sich auf den Boden gekloppt das ohne Ende. Ich verstehe es einfach nicht. Wär. Ihr seid beste Freundinnen. Wie lange kennt ihr euch schon? Die ein bisschen aus dem Weg. Genau. Ich wollte ja eigentlich das Röntgenbild besprechen. Ja, da war jetzt nichts. Das normale Röntgenbild von der Wirbelsäule war in Ordnung. Aber das ist natürlich jetzt eine Frage, ob da jetzt ein Bandscheibenvorfall oder irgend sowas vorliegt. So, dann komm mal mit rum, bitte, Thomas. Dann helfen Sie hier hoch. Anscheinend war der Fall, der in der Schule vorgefallen ist, noch nicht beendet, weil hier in der Klinik ging es ja weiter und wir wussten eigentlich nicht genau, um was es geht und das war dann wirklich sehr mysteriös. Leonie wird erneut in die Radiologie gebracht. Dieses Mal soll abgeklärt werden, ob sie sich bei der zweiten Prügelei einen Bandscheibenvorfall zugezogen hat. Die Mutter sucht derweil das Gespräch mit Freundin Anna. Auch die 16-Jährige hat sich bei dem Zwischenfall ernsthaft verletzt. Darf ich das erzählen? Ja. Der Meniskus ist abgerissen und den müssen wir operieren. Mann, was ist denn überhaupt los mit euch, Anna? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ihr seid beste Freundin. Ihr schlagt euch krankenhausreif. Ich kann es nicht verstehen. Ich würde gerne wissen, was los ist. Was ist denn mit Leonie los? Ich kann meine eigene Tochter nicht mehr verstehen. Und euch beide verstehe ich heute sowieso nicht. Was ist hier los? Bitte, Anna, sag mir bitte, was los ist. Ich glaube, Leonie sollte dir das besser erklären. Nein, ich möchte jetzt gar nicht mehr Leonie fragen, weil die redet ja auch nicht mit mir. Bitte sag du mir, was los ist. Bitte, Anna. Ja, die ist halt in den Sporttreffer der Herr Janssen verknallt. Wie sie es in Herr Janssen, in den Sportlehrer verknallt. Was ist da los? Hatten die was miteinander? Ja, weiß ich doch nicht. Also mir reicht's jetzt. Ich rufe jetzt die Frau Brandt an und frage, was da los ist. Weil irgendeiner muss mir mal erklären, was hier los ist. Gut, finde ich eine gute Idee. Rufen Sie sie bitte an. In der Zwischenzeit kann ich mich um die Leonie kümmern, Befunde erklären und nach ihr schauen. Ja? Okay. Dann bis später. Ja, bis später. Kurz darauf hat die 40-Jährige das Telefonat beendet und die Lehrerin samt Referendar in die Klinik bestellt. Bis zu deren Eintreffen sollen die Bilder von Leonies Wirbelsäule besprochen werden. Der Arzt hat schwierige Nachrichten. Im Bild von dem Rückenmark, das Kernspin, da sieht man schon, dass es sich hier um einen Bandscheibenvorfall handelt. Ja. Bandscheibenvorfall? Ja. Gut, das ist jetzt natürlich unglücklich, aber es ist jetzt nichts so Dramatisches. Ich denke, wir müssen es jetzt natürlich erstmal hier behalten, ausreichend Schmerzmittel geben und eine konservative Behandlung durchführen. Also nicht gleich operieren, sondern man macht immer erst eine konservative Behandlung. Okay. Mit Ruhe, Schonung, ausreichend Schmerzmitteln und leichter Krankengymnastik dann im weiteren Verlauf. Ja? Okay. So wird das sein. Ja, gut. Dann hoffen wir mal, dass jetzt alles dann bald wieder gut wird. Und das Korsett muss sie dann auch weitertragen. Das muss sie weitertragen. Ja. Leonie, also ich würde jetzt wirklich mal gern wissen, was da los ist. Was war da mit deinem Sportlehrer? Boah, Mama, gar nichts. Wie oft soll ich das noch sagen? Ja, aber die Anna, die redet doch keinen Mist. Boah, hat die gepetzt, die blöde Kuh? Was heißt gepetzt? Ich habe schon gebohrt, dass sie mir endlich sagt. Sie ist nicht gleich mit der Wahrheit rausgerückt, aber ich habe dann so lang gebohrt, bis sie mir dann die Wahrheit gesagt hat. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es die Wahrheit ist, weil ich blick da nicht durch, was da bei euch los ist. Was war mit dem Lehrer? Hattest du was mit ihm? Ich möchte wissen, was los ist. Bitte, Leonie, sag mir bitte endlich, was los ist. Ich sag gar nichts mehr, Mama. Ich glaube, dass wir Sie jetzt mal langsam ins Zimmer fahren. Ja, genau. Wir können das jetzt nicht klären hier. Mhm. Wir bringen Sie jetzt einfach mal aufs Zimmer. Ja? Okay. Ob es sich um eine harmlose Teenie-Schwärmerei oder doch um eine verbotene Liaison zwischen Referendar und Schülerin handelt, bleibt zunächst unklar. Aber nur wenige Augenblicke später kommt erstes Licht ins Dunkel. Ja,
Ja, hallo. Ich habe den Herrn Janssen, unseren Referendar, jetzt mitgebracht. Okay. Ne? Hallo, Sommer. Weil ich bin jetzt doch der Meinung, wir sollten die Angelegenheit mal klären. Das sind ja nur Anschuldigungen, die hier jetzt laufen. Ja, genau. Ne? So, Leonie, also ich würde das jetzt unheimlich gerne wirklich mal geklärt bekommen. Ne? Ob da irgendetwas gewesen ist, ob ihr irgendwie Privatkontakt hattet, ob der Herr Janssen sich dir irgendwie gegenüber falsch verhalten hat oder dir irgendwelche falschen Hoffnungen gemacht habt, ob ihr auch privat getroffen habt. Also war da jetzt gar nichts. Nein. Ich meine, das sind wirklich jetzt Anschuldigungen, die da im Raum stehen und die können wir so nicht stehen lassen. Ne? Also es geht jetzt wirklich darum, es geht auch um seinen Job und es geht im Endeffekt auch um unseren Ruf der Schule. Und da möchte ich jetzt wirklich definitiv wissen, also da war nichts. Nein, da war nichts. Zu keiner Zeit und er hat euch auch keine Hoffnung gemacht, dir oder sonst wem oder irgendwas. Ja. Gut. Das ist dann für Sie auch geklärt, ja, hoffe ich. Ja, also anscheinend war es dann wirklich nur so eine Schwärmerei. Ne? Und ja, ich wollte auch noch mal kurz klarstellen, ich bin auch nur dein Lehrer. Ich bin zwar vielleicht auch was lockerer als die anderen Lehrer, aber eine reine Lehrer-Schüler-Beziehung ist okay. Außerdem bin ich auch glücklich liiert jetzt schon länger. Ne? Ich wünsche dir erstmal gute Besserung. Ja. Danke. Ja. Danke, Herr Wenn dann damit alles geklärt wäre, dann würde ich auch sagen, verabschieden wir uns gleich wieder. Gute Besserung. Danke. Und wir sehen uns dann demnächst. Ne? Alles klar. Ja. Tschüss. Die Zusammenhänge bleiben dennoch mysteriös. Denn der Grund für die Handgreiflichkeiten zwischen den besten Freundinnen ist noch immer ungewiss. Bevor sich die beiden ein Zimmer teilen, muss dringend eine Aussprache her. Ansonsten riskiert das Klinikteam eine dritte Prügelei und weitere Verletzungen. Und warum habt ihr euch jetzt so gezofft? Dürfte ich da mal wissen, warum ihr euch so gezofft habt, weil du in den Lehrer verliebt bist? Und warum zofft ihr euch als beste Freundin so? Also das kann ich auch irgendwie nicht nachvollziehen. Anna ist auch in den Herr Janssen verliebt. Nein. Dein Ernst? Du bist auch in ihn verliebt? Ja, aber ich habe ihm keinen Liebesbrief geschrieben, ne? Ein Liebesbrief? Ein Liebesbrief? Hast du den geschrieben? Ja. Okay. Und warum streitet ihr euch darüber, wenn du ihm einen Brief schreibst? Was hast du als beste Freundin, dann so einen Aufstand zu machen? Das kann ich echt nicht nachvollziehen. Frau Sommer, ich glaube, wir haben alle mal in unserer Schulzeit eine Verliebtheit gehabt. Klar. Und ich glaube, die Mädels, die klären das, glaube ich, auch unter sich, dass es so also, heutzutage, machen sie sich da nicht so viel Gedanken. Ich glaube, zwischen euch ist auch dann wieder, glaube ich, alles in Ordnung, oder? Ja? Okay. Eine Freundschaft ist doch dicker, oder? Ja. Auf jeden Fall. Also. Das muss zusammenhalten, ne? Nicht wegen so. Darf ich dann noch mal bei der Gelegenheit einmal noch was nachfragen? War das auch der Grund, warum du das Korsett nicht getragen hast? Ja, ich habe mich da so unwohl gefühlt und man läuft da immer so steif und komisch drin wie so ein Roboter im Prinzip und das ist mir einfach peinlich gewesen. Ja, aber es ist natürlich so, das Korsett brauchst du ja. Das ist ja nur eine begrenzte Zeit. Du bist jetzt 16, du hast das schon 4 Jahre. Das geht ja nicht mehr lange. Und es gibt natürlich auch, muss man sagen, heutzutage modernere Korsette vielleicht als das jetzt. Und die schöner sind und ein bisschen pfiffiger und cooler aussehen. Aber es ist wichtig, dass du das trägst. Okay, das werde ich ab sofort auch wieder machen. Okay, das ist gut. Und Leonie, es tut mir wirklich leid, dass ich dir den Brief weggenommen habe. Das war echt nicht cool von mir. Es tut mir auch tierisch leid, dass dein Knie jetzt kaputt ist, wegen mir. Oder vertragt ihr euch und könnt ihr auf diesem einen Zimmer bleiben? Ja. Ist das okay? Ja. Ja? Also muss ich hier keinen rausschieben? Nein. Nein? Okay. Die konservative Behandlung der Bandscheibe war ein Erfolg und Leonie konnte die Klinik schon nach 5 Tagen verlassen. Annas Meniskus-OP verlief ohne Probleme, so dass sie bereits 3 Tage später nach Hause durfte. Über die Schwärmerei für Sportlehrer Janssen sind beide hinweg und noch immer beste Freundinnen.